Okidoki, Washington DC, Senat-Anhörungsgebäude. Jetzt geht alles schnell. Vince Haddon, der zwielichtige Anführer des Waffenkonsortiums, der die Agentur die ganze Zeit kontrollierte, ist von Mara Aramov ermordet worden. Gabe bittet Theresa, bei den verletzten Beamten im Anhörungssaal zu bleiben, während er Mara verfolgt. Doch es gibt Schwierigkeiten. Im Gebäude sind Virenbomben verstreut und nur der Code aus Haddons Büro kann sie entschärfen. Währenddessen werden die Entschärfungsspezialisten überall von Terroristen beschossen. Und Mara flieht. Gabe, zwei Agenten werden in der Eingangshalle des Senats als Geiseln festgehalten. Bin schon unterwegs. Ich dachte, du überwachst Aramov. Was zum Teufel hat sie hier zu suchen? Ich konnte sie doch nicht verfolgen, während ich meine Aussage gemacht habe, oder? Da sie soeben Haddon eliminiert hat, können wir nur annehmen, dass die Führerschaft innerhalb des Konsortiums wechselt. Wir brauchen sie unbedingt lebend. Einverstanden. Theresa, du wartest hier als Unterstützung für den Notfall. Ich hole mir jetzt Aramov. Ja, okay, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Aramov unser Endgegner ist am Ende. Okay, gut. Aber ist gut, wir sind in einem Gebäude, nicht wieder außerhalb, das ist schön. Mara Aramov fangen, ich habe den Namen gerade verkackt, gefangene Beamte aus der Senatslobby befreien. Keine Beamten töten, das ist doch alles ziemlich simpel. So. Und wir haben einen klaren Weg zu Beginn, das gefällt mir auch außerordentlich gut. Flakweste, okay. Hätte ich mir denken können, weil wir auch beim... zum recht späten Zeitalter... späten Zeitpunkt des Spiels mittlerweile hier sind. Gut, dass hier in so einem Senatsgebäude auch keinerlei Security oder so gibt. Ich meine, klar, wenn die mit einer gewissen Anzahl an Leuten hier aufkreuzt, dann kann auch eine... so, können auch so ein paar Security-Leute nicht viel ausrichten, aber trotzdem ein bisschen komisch, ne? Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist eigentlich schon ein ziemlich gesichertes Gebäude sein müsste. Okay, jetzt, was ich jetzt mache, ist natürlich dumm. Aber ich mach's. Okay. Ich werde auch gleich neue Waffe haben, wenn ich den ihre Habseligkeiten. Der kommt zu mir, ne? Habseligkeiten auflese. Scheiße, er kommt. Und das ist nicht der Typ von Rügenwalder. So. Ui. Gut. Also. Gucken wir mal, was machen wir jetzt hier Schönes. Oh, die G18, die liebe ich. Die ist geil. Mal zurück an meinen Ursprungsort. Jetzt wäre das K3 G4 gut. So, haben wir überhaupt schon mal in dem Teil jetzt... Ich glaube schon, oder? Die G18, hupsi, Ne, ich glaube, das hatten wir nicht, oder? Ist egal, ich lese mal vor. Schussfrequenz ist 5, Schaden 2. Ihre Schussfolge von über 60 Schuss pro Sekunde macht die, das ist viel, macht die G18 zur vielleicht gefährlichsten Maschinenpistole der Welt. Ihr Nachteil ist, dass sie oft unerwartet schnell nachgeladen werden muss und den Schützen so vorübergehend schutzlos macht. Das macht mir gar nichts. Das macht mir überhaupt nichts. So. Ah, shit, dass sie die Weste alle haben. Wow, wo kommst du denn jetzt her, Alter? Kann ich mich hier hinter verstecken? Ja, kann ich tatsächlich. Hatte ich persönlich zwar für ein Gerücht, dass das geht, aber okay. Es geht. Ich will mich nicht beklagen. Was will denn? So. Hallo? Kopf. So. Und ein Haufen Westen. Okay. Mal kurz die Karte aufrufen, ob wir da Gefangene, Beamte befreien. Ja gut, dann mach ich das zuerst, hä? Ist ja, denke ich mal, sinnig.
Haltet auf! Ich habe keine Beamten getötet, das ist eine Lüge. Ach Mann, alles von vorne. Ich habe trotzdem keine Beamten getötet, das stimmt einfach nicht. Keine Beamten sterben lassen, ja. Oder vermeiden, dass Beamte getötet werden. Das kann ich nur einsehen, aber ich habe sie nicht getötet. Hallo? Hallo? Er läuft weg. Wie ein Feigling. Er kommt wieder. Alter, geh doch dahinter. So, danke. So. Das ist halt echt, als wenn die so spawnen würden, ne? Ich meine, irgendwann hört es ja auf, haben wir gerade gesehen, aber es macht echt so den Eindruck, als ob die einfach die ganze Zeit spawnen an derselben Stelle, dann auf einen zugerannt kommen. Ich in meiner 9mm Standard hier. Lass dir überhaupt nichts anbrennen. Demnächst. Genau dieselbe Stelle. Geil. So, aber hier bin ich ja komplett geschützt. Da kann überhaupt nichts passieren. Auch das Bein vor allem und der Arm. Das ist alles. Nee, nee. Da bin ich in Sicherheit. Ups. Ups. Also entweder habe ich jetzt irgendwie gerade einen Knick in der Optik gehabt, oder es sah aus, als wenn er aus der Wand einfach gekommen wäre. Da können wir ruhig weitermachen, das Spielchen. Ich meine, es läuft doch gerade ganz gut hier. So. Also wer das gerade feiert, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ich feiere es extrem. Ah, shit. So. Also es kann natürlich sein, dass ich den Typ, der im Gang sich befindet, dass ich den töten muss, damit die nicht mehr die ganze Zeit spawnen. Das kann natürlich schon sein. Das weiß ich nicht. Weil die einfach nichts mehr fallen lassen jetzt, ne? Och, Alter, nervt doch nicht, ey. Also langsam ist es nicht mehr lustig. Das Ding ist, sind halt überlegen. Einfach durch die Weste. Weste. Kommt schon wieder so ein, Alter. Gut, der ist. Der kommt hierher, okay. Hallo? Was ist das jetzt? Oh, spawnen jetzt hier welche. Okay, der Typ, der kommt. Der kam im Schweinsgalopp. Der ist einfach aus der Wand gekommen. Jetzt original aus der Wand einfach. Gut, vielleicht ist das eine Spezialeinheit, die durch Wände gehen kann. Das kann natürlich sein. Boah, es ist so nervig. Abgesehen von der Tatsache, dass ich ein Schisser bin, nämlich nicht, Alter, richtig vorwage. Aber trotzdem kann das doch nicht sein, dass sie jetzt die ganze Zeit neu spawnen. Wenn das jetzt ein offener Bereich wäre, irgendwie so ein Areal außerhalb, irgendwie draußen, keine Ahnung, da kann man das ja irgendwie sich noch zusammenreimen. Warum immer neue kommen? Aber das ist einfach ein Gebäude. Da kommt schon wieder einer, ey, das ist doch nicht wahr. Nee, das Spiel, das will, dass ich einen bestimmten. Boah, ich raste aus. Einen bestimmten Punkt hier erreiche. Und ab da hören die auf zu spawnen. Das ist eine ganz normale Spielemechanik. Aber es kann halt nicht sein. Wir schießen einfach die Weste kaputt. Ist mir scheißegal, ey. Danke. So. Mit der Waffe geht das zum Glück auch. Trotzdem muss man ganz Magazin reinballern und ist dementsprechend auch dann
ja, ungedeckt. Aber ja, man kann das, Alter, trotzdem schaffen. Oh, der hat dann schon keine Weste gehabt. Der auch nicht. Oh, okay. Sehr schön. Ja, dann ist es halt auch okay, wenn die keine Weste tragen. Wenn die genauso... Aber was heißt genauso? Ich habe eine Weste. Ah, Schächte beschießen, okay. Was, Fragezeichen? Ganz viele Fragezeichen? Fragezeichen? Granate erhalten, okay. Schächte beschießen mache ich. Ups. Ich habe nur leider keine schallgedämpfte Waffe gerade zur Hand. Okay, wo bin ich jetzt? Also, was hat es mir gebracht? Ist hier noch ein... Ne, ist der Schacht gewesen. Wow. War so ein Checkpoint, wäre geil. Das heißt, ich... Bild untersuchen. Muchari, ich habe den Code zum Entschärfen. 62493. Gib den Code so schnell wie möglich dem Bombenräumkommando. Verstanden. Verstehe. Ich wette, hier kommen jetzt gleich durch die Tür. Stirb, Drecksagent! Ich kenne doch Seifenfilter mittlerweile. Das ist ja wahrscheinlich in fast jedem Spiel so gewesen, aber... Wenn die auch genau wissen, dass ich hier bin. Gut, vielleicht haben die mich halt abgehört, also konnten mich halt irgendwie orten oder so, keine Ahnung. Ja, genau! Genau. Leute, wir schauen uns das jetzt nochmal gemeinsam an. Ah, okay, er kam durch den... Okay. Nee, ich wollte gerade sagen, wo bitte soll er jetzt hergekommen sein hier? Aber er kam aus dem Schacht anscheinend. Okay. Kann ich vielleicht hier irgendwie lang und mich irgendwie verschanzen? Jetzt haben sie alle wieder eine Weste auf einmal an, ne? Also Orientierung habe ich jetzt gerade keine. Ich gesagt, ich könnte mal auf die Karte schauen, aber... Ah, ich verstehe. Gut, das ist ein schöner Rückzugsort hier. Jetzt gespawnen die natürlich wieder neu, ne? Geil. Jetzt kommen sie wieder. Ja, danke. Kam da aus der Seite, kam ich aus der Wand. Hallo? Weil da möchte ich gerne mal rein in die Seite. Wobei ist die Frage, ob ich da überhaupt lang muss. Ich gehe einfach hier lang weiter. So. Ich find's gerade irgendwie mega anstrengend, ne?
denn hier? Hey, hier reingehen ist ja auch nur ein Schacht. Hast du Spiel gehört, das nächstes Jahr rauskommen soll? Ich hasse dieses Zeug. Hat doch überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Klar. Ist auch krass, ne? Beim Pinkeln durch eine Handgranate gekillt werden. Eieiei. Gut, hier ist nichts mehr mit Dings. Fragezeichen. Schächt. Oh gut, Schächte schießen ist ja jetzt hinfällig durch die Granate. Achso, hä? Ist noch nicht hinfällig. Wow. Okay. Ja, gut, das sieht schon besser aus jetzt. Jetzt kommt mir gleich einer entgegengekrabbelt, bestimmt wie bei The Visit, die Oma. Das ist eine heftige Szene, ey. Also wer The Visit kennt, die Szene unterm Haus mit der Oma, das ist schon krass. Der Film ist jetzt nicht so prickelnd. Der ist okay, aber nicht prickelnd. Aber es mit Oma ist hat, die Szene. So. Oh ja, danke, 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 danke. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Ich habe mich gerade schon gewundert, was ist das? Hä? Warte. Mars. Schussfrequenz 4, Schaden 4. Klappbare Maschinenpistole, die zum Beispiel vom Secret Service und der ATF-Behörde benutzt wird. Sie hat eine mittelmäßige Schussfolge, die durch die hohe Durchschlagskraft aufgewogen wird. Durchschlagkraft. Ohne S. Das S habe ich dazu gedichtet. Ich nehme aber erst die hier. Ah, ist das schön. Es ist so schön. Aber was ist das? Ah! Dann kann ich doch jetzt zu den Beamten vorstoßen, oder? Ja, am Arsch, die Räuber. Hier ist nämlich, ne? Weil da kamen die ja raus, die Gegner. Die sind einfach durch die Wand gekommen. Das ist aber so schlecht. Ja, ich habe mich gedacht, der wäre doch vielleicht irgendwie so ein Raum, aber nee. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. So. Okay, die schießen nicht auf die Beamten, mysteriöserweise. Obwohl sie wissen, dass ich im Begriff bin, die zu retten. Dann soll das so sein. H11. Ach, das war die, ja, die kennen wir schon. Nur leider komme ich da jetzt nicht dran. Der stand einfach so über mir, also wo ich mich also die Rolle gemacht habe, danach stand er einfach über mir. So, ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Er stand sozusagen auf mir drauf, kann man fast schon sagen. Finde ich auch geil, dass die K3G4 die Weste durchschlägt oder quasi ignoriert und die Weste danach noch für mich benutzbar bleibt. Das war ja schon im ersten, war es im ersten Teil auch schon so? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Also im ersten Teil gab es auf jeden Fall die Waffe schon, das war natürlich meine Lieblingswaffe. Dementsprechend, ich krieg es nicht geschissen, ne? So. Na, da oben dich habe ich schon gesehen. Bis jetzt unten und bis nach oben, Jetzt bist du unten. Du machst die ganzen Leute hier, Kirre, Mensch.
So. Wir wissen natürlich, dass es nicht der letzte war. Aber ich habe ein bisschen Bedenken und Bammel. Oh, so näher. Ich habe Schiss, meine Leute hier zu treffen. So, sehr gut. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Okay. Das war nochmal eine Konversation, ne? Vielen Dank für Ihren Einsatz. Okay. Ja. Gabe, Maras Männer haben es mit der Angst zu tun bekommen. Die Bomben sind entschärft und jetzt haben sie zur Flucht einen U-Bahn-Zug gekapert. Wie komme ich da runter? Es gibt einen Aufzug im Gebäude, der dich nach unten bringen kann. Bin schon unterwegs. Die Frage ist natürlich jetzt auch die berechtigte Frage, meiner Meinung nach. Was für eine Söldnerarmee ist das und wie groß ist die vor allem, die Mara jetzt hier mitgebracht hat, offensichtlich? Und wie viele neu spawnende Gegner haben wir jetzt hier? So, das ist uns doch schon auf der Karte eingezeichnet jetzt hier. Rechts, ja gut, ist eigentlich simpel. Rechts, links, rechts. Ja. Dann machen wir das so. Rechts. Links. Haha. So Stricher. Habt ihr euch gedacht, hä? Das ist einfach mal geradeaus hier, oder wie, oder was? Okay, keine Absicherung mehr. Runter.